muss irgendwie... Wobei, ich eigentlich brauche ich nur einen Stock für Feuer. Wir gehen einmal kurz zurück in, das, in die Stadt. Und mit dem Goron kann ich das Minispiel da machen, wo man durch die sich verschiebenden Blöcke sich durchbewegt. Weil mitten in der Nacht hat der Laden eh nicht offen, ne? Dun, dun, dun. Gut, dann machen wir mal kurz. Man stelle sich vor, du stehst vor Feinden, hast die Kuh neben dir, nimmst dir einfach den Euter, zielst auf die Feinde und schmelkst dann immer wieder, um Pfeile zu schießen. Die AQ-47. Eigentlich direkt von Anfang an offen? Ja. So, Junge. Brauche Stöcke. Nice Sideburns. Im Idealfall nur einen. Weil dann können wir jetzt zum Skulltula-Haus gehen und mit etwas Glück die Hasenohren bekommen. Das wäre nämlich echt cool. Wisst ihr übrigens, wie unglaublich gemein das ist, wenn man von Anfang an das Lied der Schwingen hat, aber es nicht verwenden kann, weil man kein Schwert hat. So. Dreist Rubine. Svenja, links oder rechts? Okay. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Hilfe. Wir haben ja schon wieder recht gehabt. Yay, wir haben Milch aufgefüllt. Gut. Nein, ich gehe. So, dann wollen wir zum Besuch. Übrigens mit diesem Stachel, mit der Stachelgoronenform einfach durch die Ebene von Termina einfach durchzucruisen. Kann ich ihn einfach hauen? Nein. Kann ich einfach boxen? Nein. Moment. Dann muss ich dich einmal aus der Entfernung mit Pfeilen abschießen. Da ich die Schnauze voll von Gartenarbeit habe, kann Jan das gerne diesmal übernehmen. Vorzugsweise in Kellerräumen auf der Termina-Ebene. I see. So, this is gonna be painful. So. Imagine, euer Fackel geht aus, weil es regnet. Herauszufinden, wo er jetzt am besten hinkommt und was er machen muss, war echt ein Krampf dank den englischen Namen. Oh, wait. Stimmt, ich habe Flaschen. Zumindest eine. Das heißt, ich kann mir zumindest ein
paar Käfer fangen. Um sie hier zu verwenden. So, wir sind in einer der Schatztruhen dieses Spiels angekommen. Wir könnten potenziell sehr viel gewinnen aus den... meine Käfer sind despawned. Halt die hier. Wir können hier potenziell sehr viel gewinnen. Aber bei weitem nicht alles holen. So, machen wir erstmal die Käfer an der Wand zuerst. Gerne bitte die Hasenohren direkt als allererstes. Die sind ja hier drin. Nein, eine Skulltula. Nee, Moment. Skulltulas ist ja richtig. Die droppen halt nur was anderes. Oh. Wait, das war eine ganze Flasche. Nice. Das heißt, ich kann gleich die Hexe auch retten gehen. Yay, Pfeile! Ich sehe gerade, ich habe sogar schon 5 Skulltulas hier von. Was man nicht alles hier so findet. So, dann gibt es noch mal ein paar Käfer. Dann gehen wir auf die andere Seite nochmal für den einen Spot. So auf die Füße. Nun. Ach nee, das ist die Spin Attack. Gebaited. Ich dachte, das wäre das Schwert. Und dann ist es einfach nur eine dumme Spin Attack. Okay, Spiel. Verarsch mich halt. Vor allem wäre es ja dann gar nicht so schwer gewesen, das hier wahrscheinlich zu finden, wenn das wirklich das Schwert gewesen wäre. Aber gut. Was ist das denn? Milch. Aber halt nur ein Milch-Refill, ne? Ja. Was mir nichts bringt. So. Machen wir noch welche. Junge, hier läuft doch leider, glaube ich, einer hoch und runter. Ja. Kommen Sie mal nach ganz unten, bitte. Eine Skulltula sogar. Aber für das Ozean-Ding. Okay, dann haben wir in dem Raum jetzt erstmal alles. Nope, der nicht. Nope, der nicht. Nope, der nicht. Eigentlich sollte in irgendeinem von denen schon was drin sein, aber okay. Ein Herzteil. Wieso war jetzt in den Dingern nichts drin? Ah! Geht doch, ich hab's nicht richtig getroffen anscheinend. Die Fuchsmaske. Was wäre da dein Tipp gewesen für die Kietenmaske? Und welche Nummer? Mhm. Kieten bringt mir auf jeden Fall auch nochmal ein Item. Man sagt, dass sich ein kleines Füchschen an einen sehr gruseligen Ort im Sumpf verirrt hat, den deine Wife nun ungern besucht. Ja gut. Das ist auch ein cooler Tipp. Ist nur das eine? Ich meine, es waren zwei. Na gut, dann war wirklich nur das eine. So, dann einmal an der Decke.
Ja, fast. Wir appreciaten trotzdem deine Tipps. Die sind cool. Noch ein Herzteil. So, den können wir eh noch nicht wecken. Super. Ist ja das Richtige jetzt? Ja, nice. Direkt die beiden Richtigen erwischt. Eine Fee. Gut, dann muss ich hier erstmal wieder raus und einmal auf die andere Seite. Die Leute kommen hier nur für deine Tipps. Take pride in your tips. Nee, du hast ja die verstörteste Reaktion sowieso schon bekommen mit der Felsmaske. Pfeile! Sache ist, da oben ist jetzt zwar auch noch eine Skulptur, aber an die komme ich nicht dran. Aber ich kann mir zumindest mal angucken, was die droppen würde. Eine Fee natürlich. Na gut. Aber da kommen wir jetzt noch nicht dran. Ich kann mir das nochmal aufschreiben. Blaue Fee. Was droppst du? Eine grüne Fee. Ich habe den falschen Knopf zum Wegdrücken. Nice. Ich bräuchte immer noch die Fee aus Ungu-Stadt. Wenigstens waren es nicht die Hasen. Oh, das hätte mich richtig geärgert, wenn es dann die Hasenohren gewesen wäre, an der Stelle, wo ich nicht drankomme. Aber ich glaube, es gibt noch so ein, zwei Stellen, an die ich nicht drankomme. Kann ich dich abschießen? Ja, ne? Und noch eine Fee. Okay, dann einmal auf die andere Seite. Nee, gar nicht. Ich komme gar nicht auf die andere Seite. Ohne meinen kleinen Deku. Aber... Nee. Mop, mop. Woher doch, eine Sache kann ich gleich noch machen. Was? Das wollte ich zwar jetzt nicht machen. Aber ihr dürft gerne wiederkommen, Käfer. Noch eine Bombenschuss. Eigentlich wollte ich nur den da mal abschießen, um mich zu ärgern oder so wahrscheinlich. Ja. Schon ein bisschen. So, ich kann nämlich hier noch rein. Da komme ich leider auch nicht dran. Ich glaube, ich mache die am besten gar nicht auf, wenn ich nicht dran komme, sonst ärgere ich mich nur. Und ich komme schon mal dran. Komm zurück! Jetzt warte ich aber. Sieht irgendwie witzig aus. Ein Schlüssel. Moment. Nein. Schon wieder Stone Tower! Dann
Haben wir das soweit hier? Dann doch leider keine Haselnorn für mich. Feels bad, man. Ich komme an sonst keine Items mehr dran. Nein? Ich habe die Fuchsmaske bekommen. Also Enterhaken oder Dekoblume brauche ich dann noch für mehr Items. Schade. So, da vorne müsste noch ein Loch sein. Da will ich auch noch rein. Kannst du das hier nicht? Als ob das hier so hoch ist, dass du da nicht rausklettern kannst, Junge. Hallo? Junge! Eben hast du es auch geschafft, von der anderen Seite. Okay, dann RIP. Link hat einfach keinen Bock. Einfach abgesoffen. Interessant, dass es da hinten vorhin geklappt hat, aber jetzt hier nicht mehr. Dann halt nicht. Dann könnten wir ein Problem haben. Je nachdem, ob ich genug Energie habe, um hier wieder rauszukommen. Yikes. Das hat doch gereicht. Hier im Wald wäre noch mal was. Am zweiten Tag, da ist nämlich irgendwo, ja, genau da, ein Loch. Was normalerweise nur am zweiten Tag hier auftaucht. Ah, Dekonüsse, wir hatten noch keine bisher. Und Geld. Dann können wir eben noch Koma retten gehen, ne? Dann können wir ja nämlich ihr Minispiel machen mit der Bootstour. Mit noch einem Fallminispiel. Weil Fallminispiele ja schön sind. Clap, clap. Hier rein, hier rein. So. Hier, bitteschön. Ja, das ist eindeutig Kotakes-Saft. Den habe ich im Spinnenhaus gefunden. Ob das jetzt so gut ist, ist die andere Frage. Ich würde ja gerne einfach reinlaufen. Hätte ich eine Felsenmaske. Ja,
Aber um die Felsenmaske zu kriegen, brauche ich gefühlt 30 andere Items, bevor ich da dran komme. So. Handelt der eigentlich mit Gruppen, ne? Der Dude hier? The Woodfall Stray Fairy. Aber nur an Deku Scrubs. Okay. Immerhin ist es nur eine Fee. So. Yay, danke, du hast mir deine Nüsse gegeben. Ach nee, das Minispiel ist ja erst, wenn wir den Sumpf befreit haben, oder? Übrigens finde ich das witzig, wie schnell man hier plötzlich ist. Sache ist, es bringt mir nichts. Ich habe keine Dekomaske und ich habe keine Felsenmaske. Also kann ich da legitim nichts. Ich habe keine Dekomaske. Allein deswegen kann ich legitim nichts tun in dem Palast. Also gehen wir wieder weiter, drehen um und sind hier erstmal fertig. Solange der später bei dem Minispiel nicht diese High-Speed-Geschwindigkeit hat. So. Also irgendwo im Keller der Termina-Ebene, hattest du gesagt. Also den Keller der Termina-Ebene finden. Das heißt, irgendwo in einem Loch in der Termina-Ebene. Dass ich jetzt schon drankommen sollte. Das ist eine gute Frage. Das ist natürlich so da dran. Hier ist noch ein Loch, aber da ist so dran. Ich kann zumindest mal reingucken, was da ist. Oder? Nee, da komme ich auch nur mit Sora hin. Ich hätte noch ein anderes, aber da komme ich nicht dran, weil ich nicht genug Geld habe. Ist hier der Händler. Der hat ja noch was anderes in seinem Loch. Also ist hier in dem Topf jetzt einfach random drin. Nein. Für einen kleinen Augenblick dachte er daran, den Dodongo mitzunehmen. Als ob du das gemerkt hast. Ich habe da wirklich eine Sekunde kurz damit gespielt, mit dem Gedanken. War hier noch irgendwo ein anderes Loch? Kurz in die Richtung gelenkt. Oh wait, da ist noch ein Loch. Ja, stimmt. Wobei, nee, da müsste eigentlich auch nur wieder das Lied sein, ne? Die vier Steine. Ja. Und die einzige normale Skulptur in diesem Spiel. Da komme ich auch noch nicht dran. Bin ich sogar wirklich überfragt, in welchem Keller. Jetzt vermuten wir bestimmt auch oberirdische Gartenarbeit.
Steine. Musiksteine. Ich bin gerade legitim verwirrt. Wo das sein sollte, was du mir meinst. Ich sag mal, die einzigen Sachen, die halt hier noch auf der Terminal-Ebene wären, wäre da oben die Kiste, an die ich nicht drankomme. Die Musiksteine, wo ich halt ein Dungeon-Lied brauche. Der Händler-Deku hier in dem einen Loch. Oh wait, nicht, dass da oben einfach random auf einem Topf wieder was drauf ist. Kann ich da hochklettern? Nee.